feiger Gedanken, bängliches Schwanken, weibisches Zagen, ängstliches Klagen, wendet kein Elend, mach dich nicht frei. Allen Gewalten zum Trutz sich erhalten, nimmer sich beugen, kräftig sich zeigen, rufet die Arme der Götter herbei. Der junge Goethe kam 1775 nach Weimar an den Hof der kunstbeflissenen Herzogin Anna Amalia, nach der die berühmte Bibliothek benannt ist, für die die Herzogin viel Literatur von, über und für Frauen sammelte. Herzogin Anna Amalia hatte gerade ihrem Sohn Karl August, ein Haisporn, so nannte man das damals euphemistisch, die Regentschaft überlassen, nachdem sie ihn verheiratet hatte. Mit Luise von Hessen-Darmstadt, die mit 16 Jahren eigentlich den zukünftigen Zaren Paul hätte heiraten sollen. Aber Pauls Mutter Katharina die Große hatte die angebotene Luise für nicht passend befunden und stattdessen Luises Schwester Wilhelmine für ihren Sohn auserkoren. Die von der Herzogin Anna Amalia in Weimar arrangierte und auch zustande gekommene Ehe zwischen Luise und Karl August war von Anfang an lieblos. Die Braut wurde am Hof kühl empfangen und wurde in ihrem neuen Zuhause sehr unglücklich. Luise gebar 7 Kinder, von denen aber 5 nur wenige Tage lebten oder die nur Mädchen waren. Karl August demütigte seine Gemahlin Luise öffentlich und amüsierte sich lieber mit seinen Mätressen. Luise wurde immer melancholischer. Der junge Herzog und der inzwischen zum geheimen Legationsrat aufgestiegene Goethe wurden allerbeste Freunde und machten die Nacht zum Tag. Goethe, die Lichtgestalt, mit Blut an den Händen, sah seine Aufgabe darin, das sehr junge herzogliche Paar regentschaftstauglicher zu erziehen. So schrieb Goethe für das Hoftheater und für die todtraurige 20-jährige Luise das Singspiel über die Baroness Lila, deren Charakter für alle am Hofe leicht erkennbar dem Luises entsprach. Im Singspiel wird die Baroness Lila aus gebotener Trauer über den vermeintlichen Tod ihres Gatten wahnsinnig. Um sie herum sieht Lila überall Feen, Zauberer und ihr feindlich gesinnte Geister, die ihren Gatten gefangen halten und auch sie ergreifen wollen. Sie versteckt sich verängstigt im Park. Alles gute Zureden hilft nicht. Lila wird geheilt von einem Arzt, gespielt von Goethe höchst selbst, der ihre Freunde und Freundinnen anweist, diese eingebildeten Geister in einer grotesken Maskerade zu spielen und so die Wahnsinnige in die Realität zurückzuholen. Ob Goethes Erziehungsbemühungen nutzten, sei dahingestellt. Herzogin Luise wurde Jahrzehnte später als Landesmutter dafür berühmt, dass sie Napoleon dazu brachte, Weimar weitgehend zu verschonen. Luise starb zurückgezogen 1830 in Weimar.